Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. In der letzten Folge haben wir das große Ding durchgezogen. Das könnte man auch falsch verstehen, aber den Raubüberfall, den haben wir geschafft. Mit einem kleinen Problemchen zwar, aber das hat sich dann ja auch alles aufgelöst letztlich. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Union Depository ausgeraubt und warten jetzt noch darauf, dass das Zeug verkauft wird. Und dann kriegt jeder von uns ein Batzen Kohle. Und das ist echt nicht wenig. Was ich nicht verstehe, ich glaube, jeder bekommt 30 Millionen. Ja? Wir haben ja Geld von einem Job nicht bekommen, von Devin, weil er das anlegen wollte. Aber das waren 200 Millionen. Und wir kriegen nur 30? Wer kriegt denn den Rest? Oder ist da noch ein bisschen was wegen... Keine Ahnung. Naja. Also soll mir auch scheißegal sein, für 30 Millionen würde ich sowas auch, glaube ich, machen. Also wenn einer sagt, hier kriegst 30 Millionen, würde ich mir das, glaube ich, auch mal überlegen. Weiß man nicht. Auf jeden Fall, den Wagen parken wir erstmal, glaube ich, bei uns, oder wir sollen zumindest zu uns fahren. Dann machen wir das mal. Gucken, was jetzt hier abgeht. Lassen wir einfach draußen stehen, was soll's. Wir hatten ja eigentlich eine andere Karre, deswegen weiß ich gar nicht, warum wir die jetzt auf einmal haben. So, wo muss ich denn genau hin? Da irgendwo. Hier. Alles klar. Ah, es klingelt mal wieder. Yeah, we're coming. Ah, mal schauen, wer da läutet. Hey, Slick, it's me. What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor. And I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. Okay. Moment, was ist meine Wahl? Wir können Trevor erledigen, wir können Michael erledigen und was war C? Wir sterben oder wir müssen uns versuchen, gegen alle zu wehren oder wie? Ich will aber keinen von den beiden töten. Ich meine, Trevor ist ein Arsch, okay. Ein Assi und so, aber töten will ich ihn ja trotzdem nicht. Michael ist an und für sich, der ist auch ein kleiner Psychopath, aber der ist... ist trotzdem cool. Und C heißt, wir müssen uns gegen alle stellen. Ich mach C einfach. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, weil ich gar nicht mehr weiß, was C ist, aber ja, machen wir. Oder heißt es, wir töten beide. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, alright? Come to my house. Alright, I'm coming. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was Todeswunsch in dem Fall jetzt bedeutet. Warum stehen meine Autos hier? Wer parkt immer meine Autos um? Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Was soll denn das? So, okay. Ja, wir müssen zu Lester. Ich habe nicht aufgepasst, Scheiße. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass ich jetzt beide töte oder dass ich keinen töte und dann halt mit den Konsequenzen leben muss oder so. Scheiße, ich hätte ein bisschen genauer aufpassen sollen, was er gerade sagt. Hm. Aber anstatt Todeswunsch hätten die auch mal hinschreiben können, gar keinen töten oder sowas, ne? Oder man tötet... Ja, aber beide, warum beide? Ich meine, so ein Arsch ist Frank...
Also wenn schon die Wahl, dann würde ich aber auch gerne die Wahl haben, dass ich gar keinen töte, oder? Das gibt's doch nicht. So ein paar Typen haben uns einen in die Lieferwagen. Ja, das ist nicht mein Problem. Ich kann ja jetzt nichts machen, ey. Ich hab grad andere Probleme. Scheiße. Ja, wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, einen von beiden und dann... oder doch beide. Also ich denke mal, die letzte Wahl wird wahrscheinlich sein, dass ich gar keinen töte. Dafür dann aber Probleme mit Devin bekomme. Und mit der Regierung. Ja gut, andererseits hätte man natürlich Michael... Also man hätte auf der anderen Seite, hätte man sich... Na, wobei Trevor das, glaube ich, nicht geil gefunden, wenn wir Michael getötet hätten. Dann wäre ich ja auch ein Verräter gewesen im Grunde. Hätte ich aber zum Beispiel Trevor getötet, hätte Michael das Problem mit ihm nicht mehr. Andererseits hätte er das wahrscheinlich auch nicht so gut gefunden. Naja, ich versuch's mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das gut war, nicht gut war. What the fuck? Scheiße, ich dachte eigentlich, ich komme an dem Bus noch elegant vorbei. Hatte kurz überlegt, ob ich seine Fähigkeit einsetze, aber dachte mir so, oh, nö. Scheiße. Hätte ich es mal doch gemacht. Egal, wir kommen hier wieder raus. Ja, Medical Dingsbums, neue Sachen an, läuft. Ich werde mir jetzt ein Taxi rufen, ey. Kein Bock da. Boah, geh weg mit Smoke on the fucking water. So. We call a cab und dann fahren wir zu Lester. I need a cab as soon as possible. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Appreciate it. Na gut, dann warten wir mal hier 2 Minuten. Der fährt uns zu Lester und dann, tja, müssen wir das ganze Ding mal besprechen. Da ist es doch schon. So, hallo, halt. Hübsches Bild. So, mein Wegpunkt. Überspringen die ganze Geschichte. Wir haben ja keine Zeit, ne? Wie immer. Bin ich mal jetzt gespannt, was ich da jetzt ausgewählt habe für einen Scheiß. Das wird lustig. What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Devin Weston, man, you know the, That angry rich fucker from whatever holy hibernates in. Exactly. All right. I say, kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns... piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. Okay. Das heißt, wir versuchen uns jetzt gegen beide zu... Oh, steht das Motorrad da? Naja. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. How's it going?
Okay, ich glaube tatsächlich, wir versuchen uns jetzt gegen beide Institutionen, so will ich es jetzt mal einfach beschreiben, zur Wehr zu setzen. Michael, Trevor, Lamar, paar Gangster, ich habe keine Ahnung. Wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln, hoffe ich. Denn so muss keiner sterben. Ich will auch gar keinen von denen umbringen, ganz ehrlich, warum sollte ich das tun? Haben mir ja nichts getan, dass Michael und Trevor ein Problem haben, gut, ist aber nicht mein Problem. Es ist immer so das Ding, die denken immer, sie sind am längeren Hebel, können aber nichts selbst. Ja gut, deswegen sind sie auch wahrscheinlich am längeren Hebel, weil sie es nicht selbst tun müssen. Ob sie es nun könnten oder nicht, spielt aber ja keine Rolle. There he is. Where are we going? We heading to the foundry place. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out, no drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dog. My boys, man. Well, we trying to save him. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. Least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to make something out myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want to clap. Yeah, but that applies to some fools more than others. I heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. Look, man, Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Alles klar. Betritt die Gießerei. Ja, ich bin dabei. Ich tue mein Bestes, sie zu betreten. Ist aber gar nicht so einfach, ey. Ah, da sind sie ja. It's a good gun. It'll get the job done. Hey, man, what the fuck am I doing risking my ass trying to save y'all ass if you just gonna kill each other? Hey, you're not saving me. You're saving him. Ah, you're saving this. Ah, fuck. Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? Now, if we doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Where do you want me? All right, man. You go over there. All right, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. Okay. Building. Watch your sector. Gee, dog, you gotta wait. So, jetzt natürlich schön überall mal wechseln. Das Blöde ist nur, damit will ich eigentlich nicht schießen, ehrlich gesagt, weil. Also, man sieht die auch überhaupt nicht, die Typen, ne? Keine Ahnung. Ne, mit ihm will ich nicht unbedingt schießen müssen. Nehmen wir die hier. Versuch so mein Glück. Huch! Oh, what the fuck, da kommen ganz schön viele. Aber ich glaube, Trevor macht das. Das ist halt mit seiner Fähigkeit ziemlich gut, ne?
Seine Fähigkeit ist halt super dafür im Grunde. Okay. Wo soll ich mit ihm jetzt hin? Ich soll jetzt hier raus, oder was? Wie komme ich denn hier raus? Ich sehe überhaupt nichts. Begib dich zum... Ja, ich bin dabei, aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Man sieht ja hier nichts in dem Rotzladen. Ja, 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 ja. I'm coming. Ich kann hier nicht runterspringen. Hammer. Warum komme ich hier nicht runter? Was ist das für ein Schrott? Fuck. Fuck, 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 fuck. Und jetzt kann ich nicht sprinten. Hier gibt es nur da hinten. Hätte ich irgendwie wahrscheinlich runtergekommen. Keine Ahnung. Jetzt muss ich da schnell mal hinrennen. Versuchen, mein Bestes zu geben. Ja, Mann, ich bin da dabei, aber die haben die Treppe gerade umgebaut. Was soll ich tun, hä? Junge. So, da hinten ist die Treppe. Alter, jetzt komme ich hier nicht durch. Jetzt geh doch mal durch, du fette Schwein, du. Alter, der ist auch nur am Rumweinen, ne? Alter, ja, was soll ich denn machen, ne? Scheiß? Warum komme ich denn eigentlich von woanders runter? Das ist voll dumm. Da gibt's nur eine einzige Treppe in dem ganzen scheiß Saftladen, oder was? Klar. So, jetzt weiß ich ja direkt, wo es runtergeht. Dass er auch da nicht runterspringen kann, nur geht nicht. Sprungtaste ist kaputt. Ist defekt. Geht halt nicht. So, komme ich jetzt hier am besten raus? Also ich habe keine Ahnung. So. Also dass du hier drin aber auch nicht sprinten kannst, weißt du? Das ist noch so ein Ding, das finde ich total bescheuert. Ja, klar, ich komme hier nicht durch. Läuft. Ja, Mann, ich bin noch dabei. Ist gar nicht so leicht, hier rauszukommen aus dem Saftding. Okay. Warte mal, ich nehme mal eine andere Waffe. Weil diese Waffe ist scheiße. Wo ist der denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Soll ich jetzt auch da runter oder wie? Ach stimmt, der ist ja da hinten auf dem Eingang hoch, aber der... Den müsste man doch eigentlich sehen. Oder nicht? Ah, eigentlich müsste man ihn sehen, ja. Ah, tschüss. Der müsste ja, wenn, dann oben drauf sein, oder? Er ist halt abgehauen. Kann natürlich auch sein. There you are. Man, you had me worried. I took a knock. I was sitting out a few rounds. It's good to know you care. Next time, I'll leave you to it. Watch out! Another FIB team on the way! So, ja gut, die da hinten. Die da hinten sind egal. Naja, gut, egal, jetzt nicht unbedingt, aber... Ah, du willst sterben? Alles klar, kein Problem, können wir einrichten. Okay, das ist down. Was? Okay. Ich weiß zwar nicht, wo er jetzt rausgeht, aber ich gehe hier raus, ne? Das Ziel damit ist ja leider nicht mehr so einfach.
Okay, warte mal, wo ist gerade Michael? Ach du Scheiße! Ja, voll am Arsch der Welt. Komm schon. Wie geht denn das nicht? Okay, ich weiß, die Haftbomben gerade nicht zu werfen, so. So, hier, Spacken. Und hier. Lutscher. So, einer ist hier noch still alive, oder was? Müssen wir mal eben ändern. Ah, gut. Los, mir das eigentlich auch egal. Oder kommt der hier hoch? Ah, guck mal. Hat sich in Position gebracht, damit ich ihn töten kann. Läuft bei ihm. So, warte mal, den schnell töten. What the fuck, wo ist der? So. Wo sind die ganzen Typen hin? Oh, ich glaube, bei Michael sind wieder welche, ne? What the fuck? Oh nein, Michael ist tot. Warum? Ja, aber warum versteckt der Wichser sich auch nicht? Na, er steht auf der Treppe und ach ja, Mensch, komm mal, schießen auf mich. Gar kein Problem. Lutscher. So. This is a shit show. So, das Blöde ist, ich kann da nicht alle töten. Hey, we'll get through this. So, wechseln wir mal eben wieder. Ach, jetzt ist er hier auf einmal, klar. What the fuck, ey? Ohne Scheiß, kommt so ein behinderter Heli auf einmal dahin. Ist ja unglaublich. Nicht einfach, muss ich sagen. Okay. What the fuck is going on out here? They're throwing everything they got at us. If we can take this, they'll have nothing left. So. Oh. Ah, ich will das eigentlich ehrlich gesagt nicht probieren. Im Flug, du Lutscher. Ah. So, das auch. Okay, da kommen ein paar Autos. Alle anderen hier sind down. Ich gehe mal kurz zu Michael, wo der sich rumtreibt. Ernsthaft? Der steht einfach nur doof rum. Lappen, ey. Alter! Scheiße. Ah, kein Problem. Okay, das war nicht gerade gut. Aber was so? Kein Problem. Ich würde sagen, wir machen das auch so. Und die nehme ich auch down. Kleinen Lutscher. Eine Karre. Okay. Puh. Das hat doch jetzt gut geklappt. Shit, for now. Yeah, exactly, for now. So, what's next, huh? We're just gonna wait around till someone kills us, or are we gonna wait until this fucker gets turned again? Fight me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Well, hell yo, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards.
What about that Triad motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch? We want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? Now, if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Chang! Wei Chang! And Franklin's pal, Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Okay, wir sind noch nicht fertig, denn wir müssen noch ein paar Leute ausschalten. Aber ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und bis dahin, haut rein.